Ja, hallo, herzlich willkommen bei 1000best.tv. Ein Instant-Video, quick and dirty, produziert mit der Heimkamera, Handykamera bei mir im Heim zu Hause. Da liegt mir noch was am Herzen, das muss ich unbedingt anbringen. Geht ums Thema Euro 4 und da bin ich nicht ganz einer Meinung wie der Zonko, der sich im letzten Video in Rage geredet hat. Da muss ich natürlich jetzt unbedingt drauf antworten, replizieren, wie auch immer. Kontern. Ich bin ja nicht immer einer Meinung mit Zonko, oft, aber nicht immer. Also immer dann, wenn es um Vorschriften geht, manchmal auch so ABS-Geschichten oder auch wenn es um Valentino Rossi geht, da sind wir manchmal anderer Meinung. Aber das letzte Mal bei seiner Euro 4 Wutrede, die er da gehalten hat bei uns auf dem Kanal, also ich muss sagen, ich sehe das gänzlich entspannter zum einen und auch anders. Also jetzt müssen wir mal die Kirche im Dorf lassen. Zum einen müssen wir Motorradfahrer mal froh sein, dass in den letzten Jahren das alles so halbseiden dahingelaufen ist und sich nicht wirklich irgendwer weder in Brüssel noch in den nationalen Behörden darum kümmert hat. Viele Motorräder sind viel zu laut. Also jeder Mensch, der halbwegs einen Hausverstand hat, dem muss klar sein, dass so, ich glaube, wir wissen, von welche Bikes wir reden, die haben einen infernalisch lauten Klang. Also wie die jemals irgendwie eine Zulassung bekommen, dann ist mir immer ein Rätsel. Und das hat jetzt gar nichts mit Euro 4 zu tun, sondern vielmehr mit dem VW-Abgasskandal. Solche Tricks werden die Hersteller sich in Zukunft einfach nicht mehr trauen. Also auch wenn es jetzt keine Euro 4-Norm geben würde, würden die Hersteller jetzt aufhören zu tricksen, weil niemand möchte der VW in der Motorradbranche sein. Und also ich glaube, da können wir echt froh sein in der Vergangenheit, wie das gerannt ist. Legen wir den Mantel des Schweigens drüber. Ich habe das selbst oft erlebt. Wir machen ja Veranstaltungen am Pannoniaring, am Salzburgring war ich schon mal vor Ort. Wir haben Veranstaltungen am Wachauring gemacht, am Red Bull Ring. Und da werden die Lärmemissionen der Motorräder gemessen. Und zum Beispiel heuer am Wachauring haben wir ein Problem gehabt. Sind einige Motorräder haben wir dort vom Start nehmen müssen, weil der Rennstreckenbesitzer da gesagt hat, die sind ja viel zu laut, obwohl die Fahrzeuge serienmäßig waren. Die waren deutlich lauter als das, was bei ihnen in Zulassungsschein drinnen steht. Also am Ende des Tages ist ja nicht die EU schuld an irgendwelchen Querelen, die der Kunde am Knack hat, sondern die Hersteller. So muss man das leider sehen. Ja. Und wo man in der Vergangenheit, ja wie soll ich sagen, auch alle miteinander einfach froh sein müssen, dass eh nie irgendwem was aufgefallen ist oder irgendwer Probleme gekriegt hat, ist das Thema mit den Sportenduros. Also da sind ja sehr, sehr viele Leute sehr, sehr illegal in den letzten Jahren unterwegs gewesen und da haben auch die Hersteller das Risiko ganz normal auf den Endkunden abgewälzt, EU hin oder her. Das ist wirklich nicht gut gelaufen. Und insgesamt ist dieses Euro 4 Problem auch deutlich kleiner als gedacht. Also da regt man sich jetzt so viel drüber auf, also, aber in der Praxis ist das Problem deutlich, deutlich kleiner. Die seriösen Hersteller, die großen, erfolgreichen und die auch was am Kasten haben, wenn man das so sagen kann, die haben natürlich sich rechtzeitig darauf vorbereitet, haben schon langfristig die Modelle, das ganze Line-up darauf vorbereitet und die müssen jetzt nur noch kleine Anpassungen umsetzen und dann passt es. Also das ist natürlich für einen seriös arbeitenden Hersteller jetzt kein Problem, weil die wissen ja alle Bescheid. Und es ist natürlich auch, wie soll ich sagen, eine Chance für Europa, vor allem eine Chance für europäische Hersteller. Wenn die sich da jetzt, wenn die da jetzt Technologien entwickeln, Know-how aufbauen, wie man Abgas- und Lärmemissionsarme Fahrzeuge entwickelt, in Serie produziert und die trotzdem Spaß machen und Freude machen, dann ist das ein riesiger Wettbewerbsvorteil. Weil natürlich die am Heimmarkt in Europa viel mehr Gas geben und nicht einfach sagen, sie werden da jetzt aussteigen, sondern die werden hier natürlich kräftig Gas geben. Und das ist natürlich dann auch, wenn irgendwann einmal in anderen Ländern, in aufstrebenden Schwellenländern, die Leute vor Ort im Trecker sticken, dann werden die auch dort vor Ort rigidere Abgasvorschriften vorschreiben. Und dann haben natürlich unsere Hersteller die besten Chancen, dass dort sofort mit tollen Produkten an den Markt gehen. Also sehe ich aus wirtschaftspolitischer Sicht wirklich, wirklich vorteilhaft. In der Praxis, ich habe auch schon ein bisschen internes vernommen, zum Beispiel G6000, die neue, die kommen wird, ist natürlich Euro 4 tauglich. Die wird auf dem Leistungsniveau sein, wie sie jetzt die BMW S1000 RR bietet. Also kein Problem. Die aktuelle Kawasaki ZX10R
Also wer sich hier über Leistung beschwert, dem ist nicht zu helfen, kein Problem. Laut BMW, die neue BMW S1000 RR, die 2017 Euro 4 tauglich kommt, mit dem Facelift und dem Update, wird leistungsmäßig absolut top dabei sein, also überhaupt kein Problem. Was ich schon ein bisschen auch als Frechheit empfinde oder wo die Kunden ein bisschen im Regen stehen gelassen werden, ist teilweise die fehlende Information, die von den Herstellern an die Kunden geht, teilweise, weil sie sich nicht drum scheren, teilweise, weil sie gar keine Möglichkeit haben, die Kunden zu identifizieren. Nämlich da geht es um Kunden, die Euro 3 Fahrzeuge daheim haben, die sie aber noch nicht zugelassen haben. Und da geht es um Sportenduros, um Trail-Motorräder zum Teil, aber auch um Rennstreckenmotorräder, die nicht zugelassen worden sind. Und das ist, glaube ich, dem wenigsten bewusst, dass wenn man die nicht zulässt bis Jahresende 2016, werden die natürlich massiv entwertet für nächstes Jahr, weil die nachher nicht mehr zulassungsfähig sind. Das ist sich, glaube ich, den wenigsten Leuten bewusst und das wird ihnen von ihren Partnern, von ihren Lieferanten offensichtlich auch nicht bewusst gemacht. Deswegen jetzt nochmal der Aufruf, also wer daheim sowas herumstehen hat und das jemals wieder zulassen möchte oder verkaufen möchte, mit einem entsprechenden Wert, der muss das heuer zulassen. Und dann hat er auch einen Bestandsschutz, eine Bestandsgarantie und hat die nächsten 100 Jahre, nächsten 10 Jahre auf alle Fälle mal kein Problem damit. Ja. Und was ich wirklich, wo ich dem Zonko beipflichten muss und wo man auch ein bisschen Träne über die Wange rennt, das ist natürlich jetzt schon schwer für kleine Hersteller. Also exotische kleine Firmen, die werden sich wirklich schwer tun mit dem Bussystem, Diagnosestecker, diese komplexen Abgaslärmvorschriften, auch die organisatorischen Dinge, die im Hintergrund ablaufen, die werden das nicht mehr schaffen. Also kleine Nischenanbieter, die werden sich schwer tun. Da sehe ich eher die Richtung so, dass sich mehr ein Customizing entwickelt. Das heißt, dass kleine Motorradschmieden bestehende Fahrzeuge veredeln oder dass kleine Motorradschmieden vielleicht Rümpfe, Motoren, Antriebsaggregate von Großserienherstellern erstehen und die dann, selbst fertig bauen. Möglicherweise gibt es dann Edelmarkenableger von bestehenden Motorrädern, von bestehenden Motorradmarken und so weiter. Aber die kleine Garagenklitsche wird in Zukunft in Europa keine Motorräder mehr rausschieben können. Das ist selbst für Hersteller, die 20.000, 30.000, 40.000 Motorräder im Jahr verkaufen, schon eine echte Herausforderung, da jetzt am Ball zu bleiben. Und für alles, was kleiner ist, also da fallen mir MV Agusta zum Beispiel ein, und was noch kleiner ist, wird dann noch schwieriger. Das ist wirklich eine große Herausforderung der Zukunft. Und was tatsächlich ein Problem ist, wo mir auch nichts einfällt und wo ich selbst auch persönlich davon betroffen bin, ist das ganze Thema mit Offroad-Sport. Also das ist echt, also da möchte ich jetzt nicht in der Haut von den KTM-Lern stecken oder auch von anderen Offroad-Motorradherstellern. Da hat man natürlich verschiedenste Herausforderungen. Zum einen mal so ganz pragmatische Dinge, wie dass beim Tanken der Benzinüberlauf rückgeführt werden muss und in ein Gefäß verdampfen kann, nicht ins Erdreich sickern soll und solche Dinge. Das ist natürlich alles komplex. Das ist natürlich auch dann immer ja, alles, was bei Sportenduros rangebaut wird, an Elektronik, aber auch an Gerätschaften und an Ballast, ist natürlich mühsam für den Kunden und ist mühsam in der Praxis, dass das auch beschädigt werden kann. Also diese Sportmotorräder werden in Zukunft, also diese Sportenduros werden mit Ballast ausgestattet werden, den man so im Gelände halt einfach nicht braucht. Ja, so ist es leider. Und ich glaube aber, da könnte man 80% der Probleme lösen, wenn bei den nationalen Rennen, wo nicht auf öffentlichen Straßen gefahren wird, die nationalen Verbände einfach sagen, okay, wir verzichten auf eine Straßenzulassung, es reicht, wenn die Motorräder eine Sportzulassung haben, das ist mit den nationalen Sportverbänden einfach zu regeln, wo ein Versicherungsschutz mit drinnen ist und dass das so geregelt wird, dass es keine echte Straßenzulassung ist, dann könnte man sehr, sehr viele Themen schon mal erledigen, aber trotzdem bei den klassischen Enduros, wo viel auf öffentlichen Straßen gefahren wird, bei klassischen Enduro-Bewerben, da ist es sicherlich eine Herausforderung in Zukunft und macht Motorräder in dieser Kategorie schwerer, teurer und anfälliger. Ja, so ist leider. Und insgesamt ist es aber so, dass wir jetzt nicht in Panik verfallen brauchen. Also
mit einigen Herstellern bin ich immer wieder in Gespräch und man verratet mir jetzt keine Details, aber man gibt mir so ungefähr die Visionen bekannt, was so die Lineups, wie die aussehen für die nächsten 5, 6 Jahre, wo halt ungefähr die Richtung hingeht. Und da sind überall fantastische Konzepte, fantastische Richtungen vorgegeben. Da gibt es bei den erfolgreichen Herstellern klare Strategien, auch für die Zeit, wenn Euro 5 kommt. Auch da wird es kein Problem geben. Wir werden nach wie vor tolle Motorräder fahren, viel Spaß dran haben, werden ein bisschen weniger Luft verpesten. Und bis auf die wenigen Einschränkungen bei den Sportenduros sehe ich in der Praxis keine Herausforderung, kein Problem. Also keine Herausforderung für mich als Kunde. Für die Techniker vor Ort sind es natürlich Herausforderungen. Und sehe das nicht positiv, aber ich kann dem was Positives abgewinnen, dass der Wirtschaftsstandort in der EU, glaube ich, dadurch gestärkt wird, wenn wir unsere Hersteller massiv pushen und Hersteller, die in unseren Markt rein wollen, naja, die müssen sich halt anstrengen und unsere hohen Standards erfüllen. Dem kann ich durchaus was abgewinnen. Ein paar Wermutstropfen habe ich angesprochen und das tut mir wirklich weh. Und nochmal der flammende Appell an all jene, die Sportenduros daheim haben oder Rennstreckenmotorräder, überlegt euch, was ihr macht mit euren alten Fahrzeugen. Mich betrifft es genauso mit meinen. Noch anmelden oder bleibt ihr auf ewig unangemeldet, ein Ringfahrzeug oder Geländefahrzeug ohne Anmeldung, das muss man sich halt überlegen. Ein bisschen Zeit hat man noch bis Jahresende und wird wahrscheinlich noch viel herumgeredet werden um das Thema Euro 4, aber bleibt's cool. Motorradfahren bleibt geil.